Zum einen den 200. Geburtstag von Gottlieb Traugott Bienert. Wir feiern heute aber auch den 100. Geburtstag der Dresdner Mühle und nicht zuletzt nun auch schon 20 Jahre Ehrenwortprogramm. Welch wohlige Klänge habe ich hier vernommen. Wunderbar vorgetragen. Was war das? Das war der Bäckerchor aus den Meistersingern von Richard Wagner, der auch seinen 200. Geburtstag feiert, der genau 2 Monate älter ist als Sie, Herr Bienert. Wagner, der steckbrieflich gesuchte Kapellmeister, der so viele Schulden hinterließ, mit dem will ich nichts zu tun haben. Herr Bienert, wir schauen ja heute auch auf Ihr Leben. Und das ist ja ein Leben geprägt von großen Kontrasten. Am Anfang Armut und Elend. Und am Ende waren Sie nach dem König der reichste Mann in Sachsen, ausgezeichnet mit dem Titel, ich habe es gerade gesagt, Kommerzienrat und zum Ehrenbürger ernannt. Vor mittlerweile nun fast 200 Jahren, am 21. Juli 1813, wurde Gottlieb Traugott Bienert geboren. Gottlieb Traugott Bienert war Müller, Bäcker und Industrieller, der 1852 die Hofmühle in Dresden-Plauen pachtete. Bienert hatte schon damals eine zukunftsweisende Philosophie. Ich zitiere: Die Höhe der Produktion wird nur durch die Nachfrage, nicht durch die Leistungsfähigkeit der Maschinenanlagen bestimmt. Herstellung tadelloser Qualitäten, nicht billige Massenerzeugnisse, wird erstrebt. Dieses Sinnbild, diese Qualitätsphilosophie hat die ganze Geschichte der Dresdner Mühle begleitet. Das Wirken der Familie Bienert hat die Entwicklung unserer modernen und heute denkmalgeschützten Mühle entscheidend in jeder Hinsicht geprägt. Die Qualität des Bienertschen Brotes, das ist von den alten Dresdnern ja schon gewürdigt worden. Wir haben es ja von Herrn Bienert heute auch selber gehört. Für Qualität steht auch die Mühle, und zwar nicht nur als äußerlich schmuckes Wahrzeichen der Stadt Dresden. Nein, dieses Flaggschiff der sächsischen Mühlenwirtschaft sorgt mit einem eigenen Labor, mehreren Mahlvorgängen auf dem technisch höchsten Stand und einem modernen Backtechnikum für Mehle bester Güte. Und dieses Produkt, was dann rauskommt, verdient dann dieses Qualitätssiegel Ehrenwort. Das Qualitätsprogramm Ehrenwort verbindet Anforderungen an höchste Qualität vom Landwirt über die Mühlenwirtschaft bis hin zum sächsischen Bäckerei- und Konditorhandwerk. Dieser Verbund, meine Damen und Herren, der hat sich bewährt, sodass er nun auf eine 2 Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.